Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Outlast. Ja, wir dürfen zum ersten Mal morden, ja, müssen eine Maschine ausschalten, wo ein gewisser Billy gefangen ist, der scheinbar zu dem Wallrider geworden ist, oder wie auch immer, keine Ahnung, oder ist der Wallrider wieder wer anders, keine Ahnung, ich bin mit den Nerven fertig ein bisschen. Bei mir ist gerade Schlottern angesagt, so muss ich sagen. Aber zuerst, bevor ich weiter schlottere, werden wir hier ein bisschen lesen. Und zwar eine weitere Akte, die wir gefunden haben. Anbei finden Sie das Formular der Fortsetzungserlaubnis für Patient William Hope aus dem Merck of Wohltätigkeitspsychiatrie-Programm im Mount Massive Hospital in Colorado, USA. Das Formular ist Standard und alle wichtigen Zeilen sind unterschrieben. Anscheinend weiß Billy nichts von dem Herzstillstand, der vor kurzem bei seiner Mutter herbeigeführt wurde. Er nimmt an dem Experiment teil, da er seiner Mutter die Kosten grundlos zurückzahlen und ihrer Kirche eine Spende zukommen lassen möchte. Wernick, nachdem ich die Traumberichte des Jungen gelesen habe, bin ich davon überzeugt, dass er über ein enormes therapeutisches Potenzial verfügt. So, Entschuldigung. Boah, wir haben gerade so den Wallrider abhängen können. Okay. Und jetzt müssen wir wieder zurückhatschen. Hier richtig? Ich hoffe mal. Und laufen. Wir haben uns zwar, glaube ich, nichts gebrochen. Bitte verrecke. Alter, 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 Alter! Hätte ich laufen sollen? Bitte verreck doch endlich, du Mistviech! Ich glaube, ja, wir werden verrecken. Ist es vorbei? Die Kamera scheint ganz zu sein. Versuche zu entkommen. Danke. Alter, wir sind hergerichtet. Alter, wir sind hergerichtet. Alter, sind wir hergerichtet. Alter, sind wir hergerichtet. Mathe Arme. Wir werden hier definitiv krepieren, glaube ich. Ah, ich darf weitergehen. Ich dachte, es passiert noch was. Entschuldigung. Alter. Sind wir hergerichtet? Oh! Mann, der Arme. Also wenn ich hier krepieren muss, das hätte er echt nicht verdient. Aber ich glaube, wir sind richtig, ne? Hier rauszugehen. Boah, ey. Boah, ich will gar nicht wissen. Der muss solche Schmerzen haben. Also wir, unsere Figur hier, ne? Wir bluten hier wahrscheinlich alles voll.
Schön langsam, einen Schritt nach dem anderen. Du kannst das. Beiß die Zähne zusammen, die Bar, die wir noch haben. Du kannst das. Oder auch nicht. Jawohl, das machst du super. Immer schön. Fuck. Wir brauchen Hilfe, Alter. Bitte, irgendjemand. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hey! Warum erschießen die jetzt uns? Hallo, ihr Vollidepp. Gott im Himmel. You have become the host. Bitte was? Was für ein Wirt? Was? Errungenschaft bestraft. Haben wir das Spiel geschafft? Wie, wir sind der Wirt? Ist es der War Rider in uns oder was? Ich meine, das wird ja diese Geistergeräusche erklären. Oh, geil! Alter Schwede. So, ich brauche jetzt mal ein paar Nerventropfen. Ich hoffe, ich habe mich nicht allzu schlecht geschlagen. Ich habe bestimmt die eine oder andere Batterie vergessen oder übersehen und bestimmt habe ich nicht alle Ordner gesammelt und alle Notizen, wie es sich gehört. Boah, ich wollte einfach nur lebend hier raus, aber wie er so schön sagte, niemand kommt hier lebend raus. Toll! Ich hoffe, dass unser Videomaterial, das wir gesammelt haben und die ganzen Akten, die wir gesammelt haben, dass wenigstens die Nachwelt über das Grauen dieser Irrenanstalt Bescheid weiß. Ach du Heilige, ich bin mir jetzt aber auch gerade nicht sicher, ob wir gleich das DLC anfangen werden. Ja, ich wollte eigentlich ein paar Projekte quasi jetzt abbauen anfangen. Und ein weiteres Projekt steht eigentlich schon in meinen Startlöchern, das ich auch so gerne spielen möchte. Ist aber kein Horrorspiel. Momentan mal. Mit dem Ende habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich habe echt gedacht, wir werden gerettet, ne? Oder wir kommen in die Freiheit, können irgendwie noch zu einem Wagen kriechen und können abhauen. Zumindest langsam halt weg, zumindest, ne? Und dann habe ich gedacht, wir werden als Held gefeiert, ne? Weil wir das Ganze aufgedeckt haben. Aber puh. Und eine Umschulung wäre cool gewesen. Weg vom Journalismus, der ist viel zu gefährlich. Also Leute, überlegt es euch gut, ne? Ob ihr Journalist werden wollt. Er hätte bestimmt jetzt einen Job als Gärtner gewählt oder so. Irgendwas Ruhiges. Irgendwas Unspannendes, sage ich mal. Vielleicht auch nur Verkäufer. Mit 8 Fingern. Okay, ja, Büro wäre nicht so klasse, weil 10-Finger-System, das da durende, haut dann nicht so recht hin mit 8 Fingern. Ja. Aber vielleicht Buchhalter. Buchhalter wäre auch eine Geschichte, hä? Aber, ja, er ist gestorben. Er wurde erschossen, wir wurden erschossen und wir sind jetzt ein Wirt, was auch immer das bedeuten soll. Ich denke mal, das ist vom War Rider, da er halt in unseren Körper gekrabbelt ist. Oder diese Fleisch, wie war das, diese Bazillen da, diese Bakterien, wo man sich die Hände hätte waschen sollen. Vielleicht sind ja die in uns drinnen. Also, ja, vielleicht das eher. Weil ich denke, War Rider war eben dieser Billy. Und ja, dieser eine Eintrag, ne? Dieser eine Ordner, der von diesen komischen Bakterien da berichtet hat, das wird wahrscheinlich uns schlummern, denke ich mal. So, mal schauen, ob jetzt noch irgendwas kommen tut. Ansonsten ist für mich heute mal jetzt für 10 Minuten Feierabend, bis ich dann vielleicht was Neues aufnehme. Bin mir echt nicht sicher, ob ich gleich das DLC starten möchte. Ich habe noch nichts vorbereitet, weder Thumbnail noch sonst irgendwas. Ich glaube, da werde ich ein paar Tage ruhen lassen. Oder ein paar Wochen oder vielleicht 2, 3 Jahre. Mal schauen. Aber auf jeden Fall muss ich sagen, auch wenn ich ein furchtbarer Angsthase bin
und wirklich schon die Nacht, bevor ich aufnehme, ein bisschen schlecht schlafen tue, weil ich mir da schon wieder fast in die Hosen mache, muss ich echt sagen, also ich glaube, für Horrorspielliebhaber ist das, glaube ich, schon okay, ne? Finde ich, glaube ich. Also ich habe gerade einen Adrenalinkick, glaube ich, einen Flash, keine Ahnung. Oh, ich fühle mich gerade erleichtert und gut, dass wir es geschafft haben. Außer es kommt jetzt noch was. Noch tut er laden. Puh, vielleicht kriegen wir jetzt eine Beerdigung wenigstens. Oder wir enden in einem Labor. Oder sie sind die Urheber von der Umbrella Corporation und nehmen da jetzt von uns was weg für den T-Virus. Ja, keine Ahnung. Nicer Blödsinn natürlich. Ist das normal, dass das so lange lädt? Ich hoffe. Na, kommt noch was? Ich habe ja auch bewusst die Kamera jetzt weggelassen immer, damit das Spiel nicht in Versuchung kommt, sich aufzuhängen. Na? Hallo? Na, boom. Auf jeden Fall bin ich gerade im Überlegen, aus dem hier einen ganzen Part zu machen. Mm-hmm. Auch wenn er jetzt dann bald eine Stunde wieder geht, habe ich bei Final Fantasy auch gemacht. Oder sonst ist es halt nur ein kurzes Stück. Lassen wir es mal so. Wer weiß, wie lange noch das hier da gehen tut. Ich habe jetzt auch gerade keine Ahnung, ob das Spiel sich nochmal fängt. Schön wär's. Du, Spiel. Wohnst du noch oder lebst du schon? Boah, ey. Aber ich muss echt sagen, das Spiel ist echt krass. Und ich habe es nur auf normal gespielt. Ich will gar nicht wissen, wie das auf extrem ist oder so. Bist du gescheit? Wahrscheinlich, wenn dich der Wallrider einmal erwischt, bist hin oder so, keine Ahnung. Oder der Specki, boah. Puh. Ja. Na? Tut sich jetzt hier was? Aber auf jeden Fall, ich muss sagen, dafür, dass es mein erstes Horrorspiel war, das ich jemals gezockt habe, naja, okay, ist gelogen, aber Resident Evil 4 zählt man eher mehr zu Action, oder? Ich meine, ich habe mich da auch schon das eine oder andere Mal erschrocken und gefürchtet, aber nicht so wie hier. Und beim Resident Evil 4 hat man eigentlich nie oder äußerst selten das Gefühl, dass man absolut unterlegen ist. Wenn ich denke, wie man da seine Waffen, die man gern hat, aufrüsten kann, aufbessern kann, mit mehr Schuss, mit mehr Durchschlagskraft und bla bla bla. Also ich bin da eigentlich sehr gut durchgekommen. Und als ich da sehr gut in Übung war, habe ich sogar den Schwermodus mit Bravour gemeistert. Ja, das wäre mir heute nicht mehr so möglich. Bin ich mir absolut sicher. Naja, jetzt komm. Sonst beende ich einfach mal den Part und schau, was noch kommen tut. Weil irgendwie glaube ich, das Spiel hat sich aufgehängt. Das Spiel hat sich gleich mit erschrocken, als ich mich gefreut habe. Hallo? 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 Du da? Werd fertig. Ich will jetzt auch keine Knöpfe unnötig drücken, weil ich dann Sorge habe, dass eventuell die Aufnahme hier kaputt geht. Das würde mich nicht freuen. Warte mal, ich klopfe mal auf das Urli. Haben wir wenigstens 10 Minütchen? Ja, wir haben tatsächlich 10 Minuten schon. Weißt was, wir beenden den Part hier einfach. Ich schaue mal, ob da noch irgendwas kommen tut. Sollte was sein, werde ich das aufnehmen.
Noch eine Endsequenz oder so, es wäre schön. Aber ich glaube, das Spiel hat keinen Bock mehr. Das lädt schon etwas zu lange. Na gut, ihr Lieben. Boah, ey. Ich werde das, glaube ich, zu einem Ganzen zusammenschneiden. Die 10 Minuten extra oder beziehungsweise 15 Minuten extra, was es jetzt sein dürften. Oder? Ach, entweder ist es in einem oder ich teile es auf. Ich weiß noch nicht genau. Kommt drauf an, ob jetzt noch was kommen tut dann im Anschluss. Auf jeden Fall finde ich, es ist ein tolles Spiel, auch wenn ich mir des Öfteren gewünscht habe, es nicht zu zocken, beziehungsweise ich die Nerven verloren habe, weil ich einfach so Schiss hatte, wirklich war. Und so aufgeregt war und schon wieder gesehen habe, dass ich versagen könnte und auch es getan habe mehrere Male. Schließlich will ich euch ja auch ein tolles Let's Play bieten. Und ja, bei mir, ihr habt es eh mitbekommen, ist ja meistens Hopfen und Malz verloren. Aber ich bin trotzdem, soll ich sagen, erfreut, dass wir es geschafft haben, dass wir durch sind, auch wenn es kein Happy End gab. Und naja, mal schauen, wann und ob wir das DLC angehen werden. Wann genau kann ich nicht sagen. Ich möchte schon eigentlich gerne spielen. Ich werde es wieder auf normal probieren. Ich kann nur noch nicht sagen, wann. Ich möchte gerne noch ein bestehendes Projekt abschließen und dann eventuell werden wir dann schauen, ob es platzmäßig sich ausgeht. Weil ich glaube, Outlast 2 dauert noch ein Zeitl, bis es kommen tut, glaube ich. Jo. Und wenn es da ist, werde ich ein bisschen warten noch. Vielleicht, ja, werden wir sehen. So, ich mache jetzt erstmal Schluss hier und schaue mir das ganze Elend hier mal an. Vielleicht muss ich PC neu starten, keine Ahnung. Werde ich dann gleich sehen. Auf jeden Fall sollte hiernach nichts mehr kommen tun oder ich zu nichts mehr kommen tun, werde ich dann im Anschluss gleich vielleicht ein neues Projekt starten. Und ja, kann mich nur abermals bei euch allen bedanken, dass ihr das alles mitgemacht habt und ertragen habt. Ja, es ist wirklich ein Ort des Grauens, dieses Irrenhaus, wirklich fürchterlich. Gott sei Dank sind die heutigen Irrenhäuser, man sagt eigentlich nicht mehr Irrenhäuser, ne? Psychiatrien, sind zum Glück professioneller und machen keine Experimente mehr mit den Menschen, also nicht meines Wissens und nicht hier in Österreich, soweit ich weiß. Ja, also, ja. Wenn wir mal irre werden, dann wären wir definitiv besser betreut als hier. Aber was eignet sich fast besser für ein Horrorspiel als wahnsinnige Menschen? Jo, und Tiere. Und Experimente. Und Wissenschaftler. Und ja. Genau. Ich rede mich schon wieder um Kopf und Kragen und werde jetzt wirklich Schluss machen. Ihr Lieben, das war's mit Outlast. Wie gesagt, DLC möchte ich auch gerne mir anschauen. Möchte ich gerne ein Let's Play dazu machen, weiß nur noch nicht genau wann. Möchte ich aber auf jeden Fall machen. Soll kommen auf Deutsch. Und ja, ihr Lieben, ich kann mich nicht oft genug bei euch bedanken, dass ihr das Ganze hier ertragen habt. Ihr habt es jetzt überstanden und zusammen mit mir überstanden, so muss ich sagen. Und ich freue mich auf zukünftige Projekte, auf die aktuellen Projekte. Und ich bin gespannt, was uns dann das DLC bieten wird hier, ne? Und wenn es soweit ist, ihr kriegt es eh mit. Wenn es wieder heißt, vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Erdulden und Ertragen meiner Fails, fürs Aushalten dieses desaströsen Let's Plays. Und somit wünsche ich euch allen einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video hier schaut. Und wir hören und sehen uns vielleicht im nächsten Projekt. Tschüssi!